Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der lauchigste Lauch ist zurück, diesmal als Levin Ray. Der absolute Superlauch, du willst endlich Muskeln aufbauen, du hast doch gar keine Erfahrung. Obwohl, ein, zwei Mal im Studio hast du schon trainiert, du hast gesagt, du bist der Schwächste, den die Welt jemals gesehen hat. Aber so Ernährungssachen und wann man schlafen geht und diese ganzen Sachen, die man zu sich nimmt, ich habe echt keinen Plan, das wird mir alles Johannes zeigen. Also starting from zero to hoffentlich Hero. Wir werden jetzt gucken, wie schwach bist du überhaupt in den ganzen Grundübungen. Gut, dass du auf jeden Fall sagst, nicht wie stark bist du in den Übungen, sondern wie schwach bist du in den Übungen. Maßband habe ich auch mit dabei, du bist ja über 18, da können wir ruhig mal... Okay, wir... Die wichtigste Übung im Gym ist? Bankdrücken. Selbstverständlich, wir verstehen uns, Kollege. Wie viel drückst du in der Bank? Boah, ich glaube maximal 30 oder so. Leg dich mal hin, drück erstmal die Stange, mal sehen, ob die passt, weil die wiegt ja schon 20 Kilo. Markus Rühl würde sagen, leg dich hin und drücke. Brust raus, Schulter ein bisschen zurück, unterhalb der Brustwarzen ablegen, das macht er schon super. Zwei, komm weiter. Drei. Versuch mal in Richtung Kopf zurückzudrücken, dass du nicht so vorne stehen lässt, genau. Weil die Hantel hat bestimmt einen Pfad und der geht immer nach hinten weg. Also die Hantel läuft nicht geradlinig, sondern drückst immer ein bisschen zurück zum Kopf. Sah jetzt gar nicht so scheiße aus, wir müssen bei dir dazu sagen, nee, ernsthaft, so ganz unsportlich ist der Levin nämlich nicht, denn du hast in einem ganz wichtigen Alter schon Turnen gemacht, das zwischen stimmt. 8 und 12 warst du. Ja. Und das sind geile Grundvoraussetzungen, vor allen Dingen was die koordinativen Fähigkeiten angeht. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Du greifst ein bisschen breit, kannst einen Ticken enger und vor allem gleichmäßig greifen. Ne? Knie ein bisschen auseinander, Füße stabil, fest auf dem Boden, Popo anstand, Brust raus. Was ist mit Hohlkreuz oder so? Eine leichte Bogenspannung ist erwünscht. Hand rausheben, Schulter wieder zurück, Brust raus, Punkt treffen und nach hinten wegdrücken. Schub, nach hinten, prima, genau. Die Schultern bleiben unten, hinten. Jawohl. Schub. Na, das sieht doch super aus. Schub. Kontrolle. Push. Okay, reicht. Du hast ganz schön lange Arme. Da sollten wir nachher auf jeden Fall Kreuzheben machen, weil das könnte dir zugutekommen. Ja, das war ja schon echt komplett. Na, komm, hör auf. Wir machen jetzt 40 Kilo rauf, 30 waren easy. Komm rauf. Muss ich nicht für diesen Wagenflex eigentlich ohne T-Shirt das machen? Ja, wenn du dieselben Klamotten nach 10 Wochen anhast, ist alles gut. Okay, gehen drauf. Und? 70 genau. 70? Na, siehst du. Aber ich habe das Gefühl, die wiegt ein bisschen mehr. Bei Robin war auch so 3 Kilo mehr. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall einen Status Quo. Ist das gut oder schlecht, 70? Ist scheißegal, wichtig ist, wie es aussieht nachher, ne? Das stimmt. Das Gewicht ist erstmal wurscht. Okay, 40 Kilo. Jetzt Technik wird, je schwerer das Gewicht, desto wichtiger wird auch die Technik. Leg dich gerade auf die Bank. Knie auseinander hier. Okay, langsam unkontrolliert. Und push. Prima. Ist das normal, dass ich so Brustwarze, zitter? Brustwarze, komm. Knapp und halt der Brustwarze. Geil, push. Nicht auf den Bauch, trifft den Punkt, trifft den Punkt. Ja? Neun. Luft rein, Luft rein, Luft rein, besser atmen. Und zehn, push, 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 push. Komm, komm, komm. Jawohl, 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 prima. Das war doch Muskelversagen. Super. Was machst du mit mir? Er ist eigentlich schon viel zu stark für den lauchigsten Lauch, oder? Jetzt Abbruch? Geht eigentlich nicht. Abbruch, wir hören auf. Komm, das hat doch keinen Zweck hier, Alter. Klimmzüge? Ja, die zweite Übung. Mal sehen, was du hier packst. Zwei, drei, maximal vier vielleicht. Okay, gucken wir uns an. Und eins. Überkreuz mal die Beine und wickel die an. Ja, ist das okay? Jawohl, prima, prima, prima. Komm. Drei, zug, 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 zug. Und vier. Oh, komm, 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 komm. Einen letzten noch. Kämpfen, 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 Levi. Komm. Schluss mit der Lauchigkeit. Oh, das geht. Fünf Stück. Okay. Mal anfangen. Ich will mal anfangen. Levi, komm mal her. Lass mal ein paar Dips machen. Dips? Was sind Dips? Ja, Körpergewicht. Beugestütz. Ach so, das? Aber wo ist das Gewicht? Also das Gegengewicht. Da gibt's doch eigentlich. Nee, nee, du wirst schon dein Körpergewicht. Ein, zwei Mal. Okay. Langsam und kontrolliert runterlassen. Ellbogen nicht am Körper. Kontrolle, 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 Kontrolle. Und Schub, genau. Ein bisschen tiefer darfst du. Runter, 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 runter. Und Schub, prima. Egal, den hättest du ruhig noch machen können, Alter. Meine Fresse. Okay, probier noch mal. Wirklich. Für dich. Schub, ausatmen, ausatmen, ausatmen. Komm, 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 drück, 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 drück. Gar nichts. Da geht nichts. Da ist wirklich, geht nichts. Ach du Scheiße. Ja, du bist einfach zu schwer. Das waren jetzt knapp zwei. Ja, da können wir drauf aufbauen auf jeden Fall. Junge, Junge. Das ist ja peinlich, wirklich. Nee, peinlich ist gar nichts. Peinlich ist zu sagen, ich gehe gar nicht erst hin, weil ich bin so schwach, ich bin zu dünn oder ich bin zu dick. Das ist peinlich, Alter. Es gibt kein peinlich, das wirklich recht, das nicht. Peinlich ist es, über Leute lustig zu machen, die schwächer sind oder irgendwie übergewichtig, was auch immer. Das ist peinlich. Da haust du gerade einen Realtalk raus, muss ich sagen. Ist so. Ja. Hast du eigentlich irgendwelche Muskeln, die du... Wo du sagst, das sind deine Lieblingsmuskeln, auf die hast du richtig Bock so? Also ich glaube, es gibt drei Muskeln, die finde ich richtig wichtig. Ja? Und das ist Bizeps,
Brust und Bauch. Okay. So, das sind auch diese Muskeln, die werden doch auf Flex oder nicht, so im Freibad dann. Ja, naja, aber guck mal, Bizeps macht gar nicht so viel aus wie der Trizeps. Also wenn du einen dicken Arm haben willst, musst du eher Trizeps trainieren. Ach so. Tatsächlich, weil das sind drei Köpfe und die machen mehr aus prozentual vom Arm, als wenn du nur einen Bizeps hast. Ich glaube sogar, ich habe echt immer Trizeps weggelassen, weil ich dachte... Oh mein Gott, okay. Puh, ja gut. Okay, aber hast du gerade Brust gesagt? Ja. Brust, genau, ja gut, Brust, Bauch. Ja, da habe ich immer... Brust, das Bizeps, Bauch, Alter. Klassischer Montags. Monday ist immer Chest Day, International Chest Day, Biceps Day. Aber Beine zum Beispiel trainiert, also ist ja nicht so wichtig, oder? Ja, gut. Wir machen jetzt nochmal eine Schulterübung über Kopf drücken. Also hier ist Schulterbreit, bisschen breiter als Schulterbreit. Ein bisschen. So, guck mal, wo ist der Schlüsselbein? Okay. Hier? Ja, gut, ich guck mal so. Okay. So breit sind die Schultern dann doch nicht. Geh mal an die Hand ran. Ja? Geh mal an die Hand ran. Ellbogen vor dem Körper. So, das ist deine Startposition. Genau, jetzt gehst du raus. 1, 2 Schritte. Dann stehst du mit der Hand und dann beginnt die Übung. Okay. Arsch fest, über den Kopf drücken. Arsch fest. Schub. Push. Gerade in die Mitte, über den Kopf, gerade durch. Genau. War doch gut. Viel besser als ich dachte. Anstrengend, aber auf jeden Fall. Aber ja. Das Geile, man kann so diesen ganzen Stress, diese ganze schlechte Laune kann man raushauen. Hast du schlechte Laune? Jetzt nicht mehr. Ey, eine Sache, die mich auch noch sehr interessieren würde jetzt auch für den Anfang, was ist denn üblich, wie viele Wiederholungen macht man denn überhaupt? Grundsätzlich alles zwischen 6 und 12 Wiederholungen. Je höher das Gewicht, desto weniger Wiederholung und desto weniger wichtig ist Muskelversagen. Und je leichter das Gewicht, desto höher die Wiederholungszahl, desto mehr Wiederholung machst du, ja? Weil sonst der Stress für den Muskel zu klein ist, denkt der Muskel sich so, ach, warum soll ich mich denn anpassen, ist doch Pillepalle, so, weißt du? Okay. Gerade hinstellen, Füße stabil stehen, Arsch fest anspannen. Über den Kopf, nach oben weg. Schieb dich unter die Hand. Oh, das ist ein gutes Stück schwerer. Nicht waschen. Über den Kopf. Dicht am Schieben, am Kinn. Dicht am Kinn. Ganz dicht am Kinn vorbei. Bleib schön. Ja, so ist gut. Ellbogen nach vorne. Jetzt push. Schön. Guck an. Kontrolle. 7. Donnerwetter. Super, Alter. 8 Wiederholungen bis 25 Kilo. Boah. Alter, die steckt mir das Ton. Kommt dir jetzt auf jeden Fall zugute. Ich habe eben gesagt, wir werden nichts dem Zufall überlassen. Deswegen habe ich auch noch was mitgebracht für dich. Weil Training ist das eine, Ernährung ist das andere. Du bist ja nicht umsonst so ein schlanker, lauriger Typ. Da wirst du wahrscheinlich verhältnismäßig wenig essen. Ich esse sehr wenig. Sonst wärst du ja dick oder fett. Also ich muss sagen, ich esse eigentlich nur einmal täglich. Frühstücken lasse ich meistens weg, Mittagessen meistens auch, weil ich da arbeite. Puh. Eigentlich nur abends esse ich. Optimale Voraussetzung. Naja, wenn du es geschafft hast, mit einer Mahlzeit am Tag dein Gewicht halbwegs zu halten, dann geht es ja. Aber ich habe dir was. Komm, komm. Reispudding als Kohlenhydratquelle, das kriegst du wahrscheinlich jeden Morgen oder als Zwischenmahlzeit einfach mit Wasser aufkochen. Meine Zuschauer kennen den Reispudding schon und lieben ihn. Das ist und damit quasi das, so ein Porridge. Ganz genau, ist ja ein Porridge, aber was fehlt noch? Was fehlt zum Porridge? Geschmack. Ja, auch. Eiweiß. Eiweiß, sehr schön. Cinnamon Cereal, das beliebteste Whey-Protein, Designer-Whey-Protein von ESN. Jetzt. So, Kreatin, die drei wichtigsten Supplements. Die drei wichtigsten Supplements. Für was ist das Kreatin? Für Muskelaufbau, bessere Leistungsfähigkeit. Neuroprotektiv. Das ist ein, wer im Jahr 2023 kein Kreatin nimmt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Spaß. Und wenn du ein gutes Training absolvierst und du bist dabei, dann gibt es als Belohnung nochmal die geilsten fucking Protein-Riegel der Welt. Das findest du übrigens alles bei mir unten in der Beschreibung. Den Link anklicken und mit dem Code Johannes bekommst du über den maximalen Rabatt auf die Riegel. Gönnt euch, Freunde. Ey, Kuss geht raus auf jeden Fall in ESN. Checkt die Sachen ab unten in der Beschreibung. Hab wieder rein, meins. Alter, ich hab nichts mehr, Bro. 60 Kilo? Ja, für Kreuzheben, bleib ruhig. Das ist jetzt noch eine Ganzkörperübung quasi für die Rückseite. Du wirst es hinkriegen. Außerdem habe ich doch den einzig wahren Experten für Muskelaufbau hier am Stadion. Was, echt? Niemand hat so oft mit Muskelaufbau begonnen und wieder aufgehört. Wie der einzig wahre, legendäre, oft kopiert und nie erreichte, Mark Lange. 20.000 Volt, aber die Birne brennt trotzdem nicht. Deswegen bin ich am Start und ich zeige, wie das Ganze funktioniert. Ein Veteran der Fitnessszene ist hier. Hallo, ich bin Marc. Was geht's dir? Levin. Hi. Du sagst mir jetzt die Pro-Tipps, wie ich breit werde. Also erstmal Kreuzheben. Ja. Also Kreuzheben. Du bist jetzt der Coach. Ich bin der Coach. Worauf muss er warten? Jetzt muss ich gucken, ob meine Arbeit Früchte getragen. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber das wissen wir schon, dass sie nicht Früchte getragen. Also die Ernte ist ja schon abgelaufen. Aber ich würde sagen, du solltest auf jeden Fall deine Füße so ein bisschen spreizen. Okay, man sagt 1 Uhr, 11 Uhr. Also stell dir vor, das ist eine Uhr. 1 Uhr, 11 Uhr.
dann wirklich immer in den Bauch einatmen, damit wirklich der Bauch stabil bleibt, bevor du die Übung ausübst, und dann immer schön am Bein ja, runterlassen, wirklich dran schaben. Eigentlich müsstest du da am Ende hier schöne Verletzungen dran haben, und ansonsten einfach die Hüfte nach hinten bewegen, ja, danach ruhig zugucken und dir dann ein paar Tipps geben. Digga, worauf müssen wir noch achten? Naja, stabiler Start. Achso, Schuhe aus, Alter. Schuhe aus? Ja, ich dachte, das wäre schon längst passiert. Ja, ja natürlich. Ja. Die Details. Details. Es wird Stabilität. Das ja, wirklich. Geh mal an die Hantel ran, greif neben deinen Oberschenkeln. Ja, auf jeden Fall den Rücken gerade machen bedeutet genau Brust nach unten, also Brust schön raus. Aha. Guck aber hier auf meinen Fuß oder hier hin erstmal. Das heißt, du darfst den Kopf ja nicht den Nacken überstrecken. Das ist ja eine sehr ungesunde Position. Sonst guck mal gerade. Guck mal hier hin. Nimm mal den Kinn genau, auf die Brust. Genau, schau mal hier Kinn irgendwie auf den Punkt. Kinn auf die Brust. Du hast jetzt schon eine Vorspannung. Zieh mal schon in der Hand 70% ohne hochzukommen. 70% ziehen, alles in die richtige Position bringen, Rücken fest, Kopf runter. Kinn auf die Brust. Und jetzt dicht am Oberschenkel, Knie nach außen, bisschen breiter stehen. Okay, Vorspannung aktivieren und dann die letzten 30% hinzugeben und aufstehen. Und let's go! Kopf in Position. Ab, Kopf runter, ey. Schön. Arsch in die Hand, genau. Einmal. Und jetzt genauso langsam runterlassen. Kontrolle. Denk an den Kopf, unten lassen den Kopf. Gut, Pause. Was? Die Bandscheibe wäre raus gewesen. Übung muss man erstmal erlernen. Erstmal die richtige Technik finden. Go right, go light. Deswegen ist es natürlich auch eine Übung, die ich nicht alleine ungern machen wollen lassen würde. Wir machen das jetzt gleich nochmal. Das weiß dein Gehirn ungefähr, wie die Bewegung auszusehen hat. Du machst es gleich nochmal. Das war jetzt auch ein bisschen verwirrend mit Marc und mir. Ne? Gleich nochmal. Hä? Seh dich mal raus jetzt. Wollte ich schon immer was sagen? Okay. Ja, ich kenn's ja. Komm, let's go! Alles! Also, nicht alles. Also du lässt die Boxershort an natürlich, den Rest aber. Ja. Okay. Mhm. Gefällt mir sehr gut, genau. Jetzt gucken wir mal in die Kamera gerade nach vorne. Perfekt, genau. Aber so gut, so ist viel besser, als wenn du erstmal so die Schulter nach vorne fallen lässt, finde ich. Genau. Jetzt weiter nach oben, weiter nach hoch. Bisschen durch, nach vorne drehen, genau. Bisschen nach einen drehen, das heißt die Faust bisschen nach hinten kippen. Ist viel besser, viel, viel besser. Man sieht auch schon hier schön, oh, die Ader, die Bizepsader, die Anaconda, die kommt da raus. Die Anaconda kommt da raus. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall, ja. So. Marc, wollen wir messen gerade? Wir können messen, definitiv. Dann hol mal den Pimmel raus. Also, wir messen was anderes hier, ne? So. Hey, was denkst du erstmal? Was denkst du? Ich will jetzt, bevor wir messen, ich sage, das sind 33 cm. Ich hab 32, hätte 32 gesagt. Oder bin ich ein 31er? Das ist so. Oh. Ich war ein 31er, leider mit 16, aber. Oh, Alter. Seht ihr das? Ja. 30,5. 30,5. 50 Zentimeter! Was? 31! Es ist ein 31er! Es ist ein 31er! Ein rechter 31er, wohlgemerkt. Oh, ganz schön! Ganz süßes Ding. 94. Stark. Das ist gut. Keine Ahnung. 80, glaube ich, gestartet. Ja, wir machen gleich mal einen Vergleich, weil seine Ausgangsposition, du bist ja jetzt eigentlich schon fast wieder genauso schlecht wie am Anfang. Ist das eigentlich Fett oder ist das Haut? Da sprechen wir gleich drüber. Fettige Haut. Also 80,3. So 50,2. 49,5. So fühlt sich also immer meine Freundin. 37 cm. Okay. Den Hintern messen wir auch noch mit, weil ein bisschen wird er ja machen für die hintere, für die Beine. 92,5. Orsch. So, du hast gerade gefragt, ob das jetzt Fett ist. Ja. Das Problem ist natürlich, du willst vom Lauch zum Biest werden. Ja. Genau. Jetzt haben wir natürlich das Problem, du willst am liebsten Marks Bauch haben, aber eigentlich willst du ja Muskeln aufbauen. Das heißt, du kannst wahrscheinlich wirst du ein bisschen Fett zulegen. Mhm. Je nachdem, wie viel auf deinem Ernährungsplan steht. Wir brauchen einen ganz leichten Kalorienüberschuss. Also ich finde nicht, dass du jetzt irgendwie einen schlechten Body hast. Mhm. So, das ist völlig normaler, auch ein bisschen sportlicher Body so. Alles ist gut, aber wir müssen aufbauen wollen, müssen wir einen leichten Kalorienüberschuss kreieren. Jede Menge Proteins essen, du kriegst einen Ernährungsplan. Ich hoffe, du kannst dich daran halten. Ich weiß noch nicht, ob wir den Frühstück wirklich aufschreiben. Ich glaube, du wirst einen Shake bekommen. Du wirst zweimal trainieren, Push, Pull inklusive Beine. Dann hast du jedes Mal einen Tag Pause und dann beginnst du wieder von vorne. Also zwei Tage Training, ein Tag Pause. Das ist geil. Du wirst einmal. Aber ich dachte immer, es ist einfach nur wichtig, Eier zu essen wegen Eiweiß und so. Ich esse nur Eier für Eiweiß.